Sie haben Ihr erstes Spiel in Cottbus erlebt als Zuschauer. Wie war Ihr Eindruck im Stadion der Freundschaft heute? Ja, defensiv erste Halbzeit vielleicht war gut eigentlich, aber zweite Hälfte, da war defensiv nicht so gut, aber die Wege in die Tiefe fehlten halt. Offensiv ist sehr wenig gelaufen, aber das kommt sicher noch her. Wie sind insgesamt Ihre ersten Eindrücke von Cottbus jetzt nach einigen Stunden hier beim FC Energie? Ja, das Trainingszentrum finde ich Weltklasse. Auch der Kraftraum, alles top bis jetzt, ja. Wie ist Ihr Zustand? Sie konnten, oder Sie waren jetzt einige Tage raus, konnten nicht trainieren. Wie geht es Ihnen gesundheitlich? Ja, gesundheitlich geht es mir gut. War viel auf dem Fahrrad zu Hause und ja, habe mich da fit gehalten. Ja. Ja. Mit welchen Zielen kommen Sie nach Cottbus? Ja, meine Ziele sind sicher, viele Tore zu schießen, der Mannschaft zu helfen und ja. Ja. Wie sind jetzt oder wie ist jetzt der Plan für die nächsten Tage? Sie werden jetzt mit der Mannschaft voll trainieren. Glauben Sie, dass Sie dann in der kommenden Woche, ist Mittwoch schon das Spiel in Jena? Ist das schon ein Thema für Sie oder kommt das noch zu früh? Nein, ich hoffe, dass ich gleich spielen kann am Mittwoch, ja.